Herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge von Marker 8 Deluxe. Ja, wir sind alle wieder dabei und wir haben uns ein neues Spiel ausgedacht. Und zwar, ich stelle Fragen immer so lange an eine Person, bis er ja oder nein sagt, dann wechsle ich, ne? Okay. Also die Personen dürfen nicht mit ja oder nein beantworten. Okay, Dominik, wir fangen mit dir an, ja? Ist deine Frau schwanger? Eventuell. Aber muss, warte mal, muss er die Wahrheit sagen? Nein, oder nein, kann er einfach... nein. Okay. Bist du gerade? Eventuell. Wie bitte? Bist du gerade? Vielleicht. Warst du schon mal im Club? Häufiger. Du musst dich überlegen, du musst direkt antworten, keine Zeit. Okay. Warst du schon mal im Club? Häufiger. Hast du schon mal Crack geraucht? Gar nicht. Ist dein Vater verheiratet? Definitiv. Warst du schon mal im Puff? Mit Sicherheit nicht. Ja, nein, das ist gesagt. Nein, das zählt nicht als nein. Nichts hat er gerade eben schon gesagt. Ja, aber es ist schlimm. Darfst du ja wiederholen. Ich dachte mit Sicherheit nein, dachte er, sagt er. Warst du schon mal verheiratet? Eventuell. Hast du ein Kind? Niemals. Lachst du über verkrüppelte Menschen? Häufig. Bist du schon mal nackt Roller gefahren? Mit Sicherheit. Du Digga, du überlegst zu lange. Du musst direkt Feuer. Du musst direkt ja, Feuer. Ja, okay, dann. Ist dein Vater Arnold Schwarzenegger? Sicherlich. Bist du verkrüppelt? Mein Traum. Hast du einen behinderten Ausweis? Alter, ich glaube nicht. Okay. Also, ich würde sagen, Domi hat gewonnen. Ja. Falls es da einen Sieger gibt, keine Ahnung. Jetzt hast du gerade auf der Kehle. Okay, zu lange überlegt. Fritten. Ja. Hast du eine Frittenbude? Eigentlich habe ich jetzt schon ja gesagt, ne? Ja, ja. Hast du eine Frittenbude? Logo. Stehst du auf Fritten? Normal. Stehst du auf Fritten? Ah, ja, klar. Warst du schon mal im Club? Scheiße, ich hab ja gesagt, scheiße! Scheiße, gekriegt. Ah! Also ich würde sagen, die Runde geht klar an Dominik. Ja, aber Dominik hat auch lange überlegt. Okay, wer ist nächste Runde der Fragensteller? Keine Ahnung, Mann. Wir gucken mal, wer die Datenverbindungsprobleme bekommt. Ja, genau. Domi, dein roter Panzer, der konnte ich definitiv auch nicht mehr vor dem Verderben retten. Ja, ich hab's auch erst gemerkt, dass es die letzte Runde war. Ich dachte, es gäbe noch eine Runde. Na, hab ich leider verloren gegen Dritte diesmal. Ja, schade. Ganz knapp sogar. Ja. Der Führung sei Dank. Ich liebe es, wenn du so kommentierst, als würdest du gerade ein Interview nach einem Fußballspiel geben. Ja, ne? Muss ich dir sagen. Das war so geil. Habt ihr ein neues Spiel oder wie machen wir das? Nee, also jetzt muss jemand anderes fragen. Wir machen pro Folge ein anderes Spiel. Ah ja. So ist das also. Sama, wer war denn das jetzt hier? Ich nicht. Definitiv ich. Definitiv. Ich hätte gerade gern so ein Hausschwein. Nur wenn ich am Schwanz ziehe, wie bei Simpsons, weißt du? Das kannst du doch bei deinem Hund machen. Die gibt mir Knochengeräusche. Die gibt mir eine Backpfeife. Ja. Meinst du definitiv so Geräusche? Oh. Oh Mann, Jungs. Mario-Abfahrt, die ist doch... Das immer, ist es! Das will doch immer jeder, die wollen das doch definitiv. Mario-Abfahrt, Mario-Abfahrt. Aber mir ist aufgefallen bis jetzt, die kam auch meistens dran. Wisst ihr? Ach, genau. Domi kann okay, die Mario-Abfahrt nicht leiden. Ganz kurz, wer stellt Fragen? Ich würde sagen, Domi, weil der hat gewonnen. Domi hat gewonnen, genau. Und wen fragt als erstes? Und Pascal, den stelle ich jetzt mal nette Fragen. Und darfst du mit Ja und Nein beantworten. Korrekt. Das wird lustig. Scheiße, Mann. Hattest du häufiger in letzter Zeit Sex? Mit kleinen Kindern. Super. Geil. Jawohl. Ja, weiter. Geht dein Vater häufig fremd? Nur Crack rauchen im Bett. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn! Der muss doch nicht! Mann. Ja, weiter! Bist du in einer Beziehung? Absolut nicht.
Was hältst du von dem IS? Oder wie stehst du zum IS? Beste Religion, die es gibt. Ich würde auch sehr gern Anhänger sein. Weiter, weiter, weiter. Würdest du auch jemanden um 4 Uhr wecken und ihn dann killen? Mit einer Machete? Am liebsten bei dir nachts zu Hause, wie die Machete reinrammt. Ach, natürlich kommt der Blaue! Stehst du auf eine Michelle? No. No. Ist grenzwertig, ne? Eigentlich. Ja, das ist wirklich grenzwertig. Ja, aber man weiß ja nicht, wem man meint. Ja, weiter, 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 weiter. Gedenkst du mal arbeitslos zu werden? Wie bitte nochmal? Gedenkst du mal arbeitslos zu werden? Auf jeden. Was hältst du? Findest du Frittes Kanal super? Scheiße. Wirst du Erster in diesem Rennen? Womöglich. Ich dachte, jetzt kommt einfach Schwanz. So, jetzt kommen wir zu den Endfragen. Hast du schon mal neben einem Kerl emaniert? Was? Was hab ich? Neben einem Kerl onaniert halt. Einen Kern? Einen Kerl? Ja. Einen Kerl onaniert. Was ist denn einen Kerl onanieren? Ob du neben einem Kerl onaniert hast. Häufiger, ja. Ach, scheiße! Ah, schade. Ja, Pascal, ja. Du verdreckte Missgeburt. Ja, Pascal. Genau. Aber ich habe eigentlich gut durchgehalten, ne? Muss man sagen. Keine Ahnung, wieso ich vor dir war oder wieso ich das so schneller war am Ende. Ja, weil ich noch klein war vom Blitz. Das kann sein, ja, stimmt. Okay. Also Jungs, ich habe auch gut überstanden, ne? Ja, das stimmt, doch, definitiv. Dann man muss aber auch sagen, dass der Sebastian, dass der Dominik nicht der schnellste Fragensteller ist. Ich würde sagen, jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei, Sebastian, jetzt machst du mal den Fragensteller. Mhm. An wen denn? An wen? Dominik, da wir beide gut waren, pass auf, ich werfe jetzt eine Münze, Kopf oder Zahl. Dominik, sag mal Zahl oder Kopf. Ich werfe es auch auf den Boden, damit ihr es hört. Kopf. Paul, du kannst trotzdem sagen, was du willst. Nein, ich lüge nicht. Der lügt immer, das ist ein 31er. Das ist Zahl, das ist Zahl, die Zahl ist 20. Okay. Also muss ich anfangen, also du musst mich als erstes fragen. Schönes 20-Euro-Stück auf den Boden geworfen. Ja, genau. Geil. Ne, 20 Cent. Ah ja, gut. Ey, komm rein in den Club. Aber Domi, du musst an deiner Fragenarbeitung noch ein bisschen arbeiten. Ne? Du hast mir voll oft Fragen gestellt, wo ich gar nicht mit Ja oder Nein antworten muss. Zum Beispiel ja, die Frage, das wie stehst du zum IS? Jute. Nee, er hat nicht gefragt, wie du zum IS stehst. Er hat einfach nur gefragt, stehst du zum IS? Ach so. So, als wärst du schon längst Mitglied und die Frage wäre nur, ob du auch wirklich dazu stehst oder ob du einfach nur so Mitläufer bist. Genau. Der Fritte, der hat's erkannt. Fand ich sehr lustig, die Formulierung. Ist es jetzt das dritte oder vierte Rennen? Ich habe keine Ahnung. Dritte, okay, gut. Einmal habe ich Fragen gestellt, einmal Domi, jetzt... Stimmt, du. Ja. Jetzt, ja, genau. Dritte in Berlin, heute Nacht in der Nacht. Also wen frage ich? Pascal. Mich, ja. Gut. Mann, das ist so dumm. Erst wenn es denn losgeht, ja, mein Freund. Ja, ich weiß. Hast du schon mal auf Aletta Ocean gewichst? Korrekt. Magst du Alberto Contador? Was ist das? Ist dein Name der Pay? Das ist absolut eine korrekte Sache. Mhm. Heißt dein Bruder David? Daniel. Bist du schwul? Aber sowas von. Weißt du, wie ich die Schwänze in den Mund nehme, Alter? Du hast doch keine Ahnung. Mana? Magst du Mario Kart 8? Absolut das letzte Spiel, was ich in meinem Leben gezockt habe. Mhm. Das Geil ist doch einfach, Fragen zu stellen, die mit Ja und Nein sind. Ja. Bist du Spanier? Un poco. Bist du stolzer also, Maintaler? Definitiv, I love Maintal. Ah ja, gut. Magst du Frankfurt? Das ist nicht meine Welt. Mhm. Wie findest du Sutters Pausenhof? Reckladen, immer Pause. Magst du fressen ab? Scheißladen. Aha. Wie findest du Bushido? Geiler Kerl, würde ich gerne mal blasen. Und Sido? Wuffi. Okay. Magst du Haftbefehl?
Affenfilm ist definitiv einer meiner Favorites. Ah. Kriegst du kein Belehen? Heute Nacht! Ja! Okay, denkst du, du bist hier Erster eigentlich bei dem Rennen? Letzte Mal eine Welterste Rennen, ne? Das ist eher so, passi eher so 7.8. Das ist so meine Position. 7.8, das ist so deine Zielsetzung. Das ist so wie Philipp Massa ungefähr mittlerweile, weißt du? Philipp Massa! Du hast so ein King und heute ein Chicken Wing, was? Ja. Das ist schön. Bist du Ferrari-Fan? Ja. Was, ob ich Ferrari-Fan bin? Ja. Ah, eher so Fiat. Fiat? Okay. Ja. Und Formel 1-Team mäßig? Pure Alonso. Okay. Ach, ja gut. Ja. Rennen ist vorbei. Also du hast gut geschlagen. Aber bei dir geht's auch echt nicht leicht. Ja, das Ding ist halt auch, dass du zum Beispiel mit so einer Frage, wie fickst du gerne Belehen, da kommt eigentlich heute, ja, aber durch dieses Lied, was du mir geschickt hast, kommt dann einfach nur heute Nacht. Also das ist so ein bisschen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich absolut richtig. Wichtig. So, jetzt für das letzte Rennen machen wir ein anderes Spiel. Und dann hören wir auch mal auf mit der Spielerei in den nächsten Folgen. Das macht nämlich Wahnsinn. Dann gibt es keine Let's Plays mehr. Jeder. Wie viel spielen wir denn hier? Jeder. Sagt jetzt immer nur. Zeigt seine Penis im Internet. Nee, jeder sagt jetzt immer nur ein Wort und der andere macht das nächste dran. Okay. Das könnte lustig werden. So eine Art Geschichte oder was? Ja, genau. So stille Post. Nein, machen wir doch genau so eine Art Geschichte. Ja. Gut. Das ist doch viel besser. Okay. Ja, aber auch wieder ohne Bedenkzeit, ja, also. Das muss direkt so geschossen kommen. Jetzt muss ich es ja nicht schreiben. Genau. Wie aus der Pistole, also. Sag mal, warum tanzt du da mit einer pinkhaarigen Schritte? Ich ficke die Pink Bitches heute Nacht in den After. Diese Blonde mit dem schwarzen Overall ist voll hübsch. Gib mir Viagra. Ja. Meine Mutter, gib mir Viagra. Ja. Damit sag mal, tanzt du auch noch mit der bei mir? Ja. Dicker Belehen hat auf Viagra. Ich tanze, der bei Ball, mir tanze ich gerade mit Ball. Also ich tanze gerade mit so einer heißen Asia-Chick. Hochbezahlt. Asia-Chick kommt ja an. Du machst dich an sie ran. Ich bin ein geiler Mann, hab ne nicht gelandet, will noch, ja? Bist du gerade mit der Asia-Chick hier? Hey, ich hab wieder mal einen Fehler bei der Datenübertragung. Geil. Egal, ich mach trotzdem Match, guck euch zu. Okay. Aber wir können ja trotzdem dann. Ihr müsst mir nur sagen, wann ihr anfangt. Also Fritten, du fängst an, dann Domi, dann nicht, ja? Okay. Ja. Ja, dann hör doch einfach auch zu und mach Ende des Werks. Ich mach doch gar nichts, du Wichser. Der muss einfach fappen. Der darf einfach Wichser. Ich sag was ganz Normales und der kommt mit einer Beleidigung an. Halt die Fresse, du Bastard. Also ich fang an, dann Domi, oder was? Ja, genau. Okay. Halt die Fresse, alte Schlampe. Leute. Ihr könnt auch ruhig zwei Wörter sagen, ne? Also mir ist es egal. Na, also ich sag nur eins. Ein Wort. Okay. Ja, ihr könnt mit Sicherheit davon ausgehen, dass bei mir aus dem Mund Fritte Belehen kommt, also. Gut. S. Gib. Das. Bagali. Ja! Von. Meinem. Hey, warte mal, die Reihenfolge ist doch jetzt schon verkackt, oder? Nee. Nein. Von meinem Hund. Der. Immer. Scheiße. Ist. Und. Gerne. An. Was nochmal? An. Ja, an. Schlachtungen. Teilnehmen. Toller Satz. Was und? An Schlachtungen und. Teilnehmen. Und der Domi hat gesagt und. Dann. Wirst. Der? Dann wirft der junge Deutsch? Ja. Okay, wir sagen mal, hier. Dominik hat jetzt zugesagt, ja? Ja. Und dann wirst du gesteinigt. Weil? Du? Gerne. Schwänze? Lutsch. Ah, oh, dabei? Siehst? Du? Wunderschön. Aus. Mit. Dem. Verbiegten.
Also verklebt. Duckface. Schwanz. Passt. Viel. In. Your face. Was? In? Your face. Ja, Junge, hier, wir bleiben bei einem Wort, ja. Ja, im Gesicht. Denn. Tommy. Ist. Hurensohn. Stimmt. Jawohl. Toll. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ja. Komm. Komm in. Lehns. After. Dreckige Visage. Aber. Bin. Oh. Das. Glocken. Mhm. Let's play. Aufgehört hat. So, das war's auch mit dieser Folge. Nochmal Applaus an uns alle, Jungs. Haben wir gut gemacht. Nächste Folge dann wieder ohne Spielerei, sondern mit wahrhaftiger Beleidigung. Also, Jungs, ich würde sagen, ich mache hier mal das Outro für Fritz in seiner Folge. Peace out, wir sind draußen.